Der Täter von Mannheim. Nein. Was ist die Frage? Diese Regierung hat den Karren angefangen, aus dem Dreck zu ziehen. Auch nein, Herr Habeck, Entschuldigung. Ich habe eben zum ersten Mal verstanden. Das sind dann machen Sie es doch. Heftige Sendung von Maybrit Illner. Gestern zu Gast Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und unser zukünftiger Bundeskanzler Friedrich Merz. Wie komme ich darauf, dass er zukünftiger Bundeskanzler wird? Nun, habt ihr schon mal was von dem Bilderberg-Treffen gehört? Da, wo sich die Elite der Elite einmal im Jahr versammelt. Nun, das war letztes Wochenende in Spanien. In Madrid hat man sich getroffen und es war niemand eingeladen von der Grünen Partei, sondern es war Friedrich Merz eingeladen als Chef der CDU für Deutschland und der Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt von der SPD. Es riecht also nach großer Koalition, aber definitiv sind wir Olaf Scholz als Kanzler nächstes Jahr los. Und ob das jetzt hier heute eine kleine Vorbereitung ist für eventuell dann doch Schwarz-Grün und Herrn Habeck als Minister unter dem Kanzler Merz, das ist wirklich spannend, denn ich habe euch am Anfang ein paar Einspieler gezeigt. Es geht einmal quer durch alle Politikthemen. Es ist wirklich spannend, teilweise auch beschämend, was hier wieder gesagt wurde. Aber schauen wir uns doch einfach mal die Szenen an. Wir sind am Anfang bei der Abschaltung der AKWs und bei der Strompreisdebatte. Ein Jahr nach dem Atomausstieg gehen die Strompreise runter. Die Energieversorgung in Deutschland gehört zu den sichersten weltweit. Die Strompreise gehen runter, ja, nur nicht für den Endverbraucher, sondern der Börsenstrompreis. Und die Stromversorgung in Deutschland ist eine der sichersten der Welt. Ich weiß ja nicht, was Robert Habeck so konsumiert in seiner Freizeit. Inzwischen ist es ja legal, aber schauen wir mal, was Herr Merz darauf zu sagen hat. Was ist da tatsächlich passiert? Welchen Einfluss hat die grüne Bundestagsfraktion auf die Verwaltungsvorgänge, vor allen Dingen in Ihrem Haus? Die grüne Fraktion hat Einfluss auf Verwaltungsvorgänge und so wurde auch im Bundestag jetzt die Operation Abendsonne gestartet. Kein Spaß, Leute, ich gebe euch den Link mal hier unten rein. Es werden jetzt die Beförderungsrunden, die Ende nächsten Jahres anstehen, auf Anfang nächsten Jahres vorgezogen, damit die Ampel noch ihre eigenen Leute nach oben befördern kann und alle anderen aussortieren kann. Ich kenne so viele Leute im Deutschen Bundestag, ich brauche dafür keine Bestätigung. Ich weiß, dass das so ist in der Verwaltung und zuständig ist Frau Bärbel-Baas, die Höchststrafe fordert. Ich fordere mal die Höchststrafe für eure ganzen Amigo-Affären. Es geht nicht mehr um Leistung, es geht nur noch um Parteibuch. Das sind Zitate der Bundestagsverwaltung. Aber wir sind hier wieder bei Maybrit Illner. Friedrich Merz, er kommt dann so langsam mal in Fahrt. Eben. Und deswegen sind wir uns mit den Grünen einig, wir sind uns mit der FDP einig, wir sind uns mit sehr, sehr wenigen in der SPD einig, aber wir sind uns... So, die Einigkeit. Die Einigkeit, die Sie hier heraufbeschwören, die geht eigentlich um die Ukraine-Unterstützung. Das Thema Strompreis haben wir schon abgearbeitet. Es geht hier um mehr Waffen für die Ukraine. Und das ist am Ende auch das einzige Kapitel, bei dem Sie sich hier einig sind, und zwar die Außenpolitik. Bei allem anderen fliegen gleich richtig die Fetzen. Wir haben sogar noch nicht einmal von den bekannten Gefährdern. Davon haben wir in Deutschland ungefähr 1600. 800 davon haben nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Bekannte Personen. Gerade mal im letzten Jahr 8 abgeschoben. Vielleicht könnt ihr dieses Video ja mal euren Bekannten zeigen, die auf Aussagen von Herrn Friedrich Merz und Robert Habeck mehr geben, wie wenn ich irgendwelche Aussagen tätige. Das sind ja vertrauenswürdige Personen für manche Leute. Und ihr habt es gehört, wir haben über 1600 Gefährder im Land, wovon über 800 keinen deutschen Pass besitzen. Wir haben 8 abgeschoben. 8, ja? 1%. Super, sage ich euch. Aber wir schauen weiter rein. Asylbewerberleistungsgesetzes. Die Koalition noch jedem, der in Abschiebehaft sitzt, einen Pflichtverteidiger zur Seite stellt, der nichts anderes tun muss, als nochmal Abschiebehindernisse zu konstruieren, dann wird das auch in den nächsten 6 Monaten nicht besser. Dann wird das auch in den nächsten 6 Monaten nicht besser. Und wir können nochmal in die Niederlande schauen. Hier hinter mir sehen wir es, die Kaiserskracht in Amsterdam. Vielleicht kann ich mir es ja irgendwann leisten, da zu wohnen. Ich halte es allerdings für unrealistisch. Die Niederländer, sie haben das Recht auf Asyl für 2 Jahre ausgesetzt. Sie haben den Asylnotstand ausgerufen, es darf keiner mehr rein, die Binnengrenze zu Deutschland wird jetzt kontrolliert und es gibt Zurückschiebungen nach NRW. Die Grünen stattdessen, sie haben hier noch weitere Rechtsmittel eingebaut, damit die Migranten nicht so schnell abgeschoben werden, sondern erst nochmal einen Anwalt auf unsere Kosten kriegen. Und es wird immer gesagt, das sind Fake News und so weiter. Nein, Leute, hier Friedrich Merz, für alle, die noch CDU-treu sind, hört euch das mal an. Das sind nicht die Aussagen von mir. Deswegen mache ich euch ja diese Sendungen, wo ich die Aussagen der Politiker einfach nur nehme und euch das zur Verfügung stelle.
Da brauche ich kaum was dazu sagen, denn sie sagen manchmal die Wahrheit schon selbst. Jeder, der auf diese bestialische Weise die Gesetze dieses Landes verletzt, muss das Land verlassen. So, jeder, der diese Gesetze auf bestialische Art und Weise verletzt, muss dieses Land verlassen. Achtet mal darauf, mit welchem Framing der Wörter hier Robert Habeck dafür sorgt, dass das mit dem Abschieben gar nicht so funktioniert. Die Regeln des Landes so fundamental verletzen durch Morde, durch Terrorakte, die wiederum haben keinen Anspruch mehr hier zu bleiben und müssen raus. Okay. Durch Morde und durch Terrorakte, sagt er, ganz genau, Messerangriffe und Vergewaltigungen sind für Robert Habeck kein Thema und genau daran wird die Grüne Partei sich irgendwann aufreiben und zugrunde gehen. Es kann nicht sein, dass wir Messerstecher und Vergewaltiger dann dulden sollen und nur Mörder und Terroristen abschieben sollen. Die Abschiebung von Straftätern, sie kann nur der Anfang sein von einer groß angelegten Rückführungsoffensive. Davon sprach Bundeskanzler Olaf Scholz im Spiegel. Ja, im Spiegel. Ich will mal nur auf einen Sachverhalt hinweisen. Der Mann ist jetzt so lange hier, dass er heiraten konnte, zwei Kinder hat mit deutscher Staatsangehörigkeit. Jetzt stellen wir die Frage, ob wir den wirklich nach Verbüßen seiner Freiheitsstrafe, die er sicher kriegen wird für diesen Mord, möglicherweise lebenslänglich, dann kommt er nach 15 Jahren raus, können wir den dann noch abschieben? Nein, wir können ihn vermutlich dann nicht mehr abschieben, aber das legt die aktuelle Gesetzeslage zugrunde. Wenn wir unsere Gesetze dahingehend ändern, könnten wir vielleicht auch Süleyman nach Verbüßen seiner Haftstrafe nach Afghanistan abschieben. Hauptproblem ist zum Beispiel der Schutz der Familie, der im Grundgesetz verankert wird. Da er hier zwei Kinder hat und sorgeberechtigt ist für diese Kinder, ist das ein Bleibeinteresse, was in unserer Republik sehr hoch angesiedelt ist. Das müsste man erstmal ändern und dann würden so manche Kinder hier gar nicht mehr geboren, denn es ist ja inzwischen geübte Praxis, sage ich mal, dass zwei Personen, die keinen deutschen Pass haben, innerhalb der Bundesrepublik versuchen, Kinder zu zeugen, die dann hier den deutschen Pass haben, um dann als Angehörige der Kinder hier ein Bleiberecht zu bekommen. Das passiert in Berlin tausendfach, zehntausendfach. Es gibt nur geschätzte Zahlen, so genau weiß das keiner. Aber es ist nicht nur ein Einzelfall oder zwei, es sind noch mehr. Aber wir schauen noch mal rein, was noch gesagt wurde. Schnell handeln. Und diese Gefährder, die ich eben genannt habe, das sind diejenigen, die als allererstes das Land verlassen müssen. Und da muss der Bundeskanzler das einlösen, was er heute zum wiederholten Male im Deutschen Bundestag gesagt hat. Dass und dahin, wo abgeschoben werden kann, muss jetzt wirklich auch abgeschoben werden. Das heißt, wir schieben ab in unsichere Länder? Ja, das heißt ja, ganz genau. Wir schieben ab in unsichere Länder. Ganz einfach. Man hat sogenannte technische Beziehungen zu den Taliban. Yeah. Wir leisten dort Entwicklungshilfe, humanitäre Hilfe in diesem Land, fast 400 Millionen Euro. Also da gibt es schon Ansprechpartner, die man da erreicht. Wieso leisten wir dieses Geld immer noch, obwohl dieses Land nicht bereit ist, die Straftäter zurückzunehmen? Mhm. Also wir müssen hier zu schnellen Lösungen kommen. 400 Millionen Euro, habt ihr gehört, hat die deutsche Bundesregierung der Taliban hinterhergeworfen. Und jetzt sagen sie, wir haben keine Beziehungen zu denen. Wir haben nur ein paar Kanäle, wo wir das Geld dorthin schicken können. Hier oben, der Vogel hat gepfiffen, ihr habt ihn alle gehört. Ja? Also grotesk, aber wer grüne Politik gut findet, der glaubt vermutlich auch diese Lügen der grünen Politiker. Und ja, sie lügen wie gedruckt. Passt mal auf, gleich kommt das Kleingedruckte. Aber wir sollten jetzt auch nicht glauben und auch niemandem einreden, dass die Abschiebedebatte oder auch eine härtere Abschiebung verhindert, dass es in Deutschland keine Straftaten oder erst recht islamistische Anschläge gibt. Der Täter von Mannheim, soweit man das bisher schauen kann, hat sich ja selbst radikalisiert. Das heißt, Der Täter hat sich selbst radikalisiert. Jetzt achtet genau drauf, was er sagt. Er sagt zuerst, schwer für die Dienste. Und dann sagt er, danke Dienste, aufpassen. Ach, draufschau, der hatte eine Frau, der hatte kleine Kinder, der hat gearbeitet. Jetzt findet man raus, dass er vielleicht depressiv war oder jedenfalls sich verändert hat. Aber er war nicht, soweit wir das heute wissen, nicht Teil eines starken Netzwerks, ganz schwer für die Dienste zu erkennen. Wir brauchen ein Paket von Maßnahmen, eine gute Ausstattung der Dienste, ein Durchdringen der Strukturen, eine bessere Kooperation auf europäischer Ebene mit den Geheimdiensten. Ein Durchdringen der Strukturen und bessere Dienste. Beides hatte er im Satz vorher ausgeschlossen bei dem Täter von Mannheim. Robert Habeck redet sich wieder um Kopf und Kragen und Islamismus ist nun wirklich nicht das Thema von Robert Habeck. Man sollte ihn besser in seinem Kämmerlein verweilen lassen.
Wir reden die ganze Zeit über Abschiebungen. Wir müssen dafür sorgen, dass der illegale Zuzug in die Bundesrepublik Deutschland reduziert wird. Wir haben in diesem Jahr schon wieder 85.000 Grenzübertritte. Da möchte jemand Bundeskanzler werden. Und Friedrich Merz, BlackRock Merz, wie sie ihn alle nennen. Und die Firma BlackRock ist gar nicht so schlimm, wie ihr alle immer denkt. Dazu kann ich auch mal ein eigenes Video machen. BlackRock hat nämlich für dich und mich gute Dinge getan auf dieser Welt, auch wenn das viele immer nicht sehen wollen. Ja, Larry Fink hat viel Einfluss, aber Robert Merz, sage ich schon. Nein, Friedrich Merz will hier wohl wirklich Kanzler werden und er hat so langsam verstanden, was das Volk will. Ich glaube, nur in seiner CDU hat er noch keine Mehrheit für seine Positionen hier. Es geht allerdings noch eine Runde weiter. Sie sagen, diese Regierung hat angefangen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Sie fahren ihn gerade richtig rein. Wir haben eine so dramatische Lage in unserer Volkswirtschaft. Sie haben es selber beschrieben. Die Lage ist dramatisch schlecht. Dem Bundesfinanzminister ist das peinlich. Und der Bundeskanzler sagt, es ist alles prima. Sie haben in dieser Koalition keinen Konsens in den zentralen wirtschaftspolitischen Fragen. Sie wissen in dieser Regierung nicht ein noch aus. Sie haben keine Wirtschaftspolitik. Sie machen ein Heizungsgesetz und belästigen die Regierung und das ganze Land über Monate mit einem solchen verkorksten Gesetz. Sondern sagen Sie in der letzten Woche in einer Wahlkampfveranstaltung, ja, Sie hätten das mal getestet und da seien Sie ein bisschen zu weit gegangen. Herr Habeck, Sie sind nicht zu weit gegangen, Sie haben vom ersten Tag an die falsche Richtung eingenommen. Die falsche Richtung eingenommen. Dass er ihn hier so anzählt und dann nur so leise fertig macht, das ist ein bisschen schade. Ich sage ja, hier werden noch zukünftige Ministerposten nicht ausgeschlossen. Und es wäre hochinteressant zu wissen, was Friedrich Merz auf dem Treffen der Bilderberger letztes Wochenende so alles für Hinweise hat mitnehmen können für die Zukunft von uns. Sie abtreten in dieser Bundesregierung. Wirtschaftspolitisch endgültig das Schlusslicht in ganz Europa. Ja, wenn Habeck abtritt, sind wir wirklich Schlusslicht in Europa. Dazu ist es nicht mehr weit. Das würde auch Herr Merz hinbekommen. Jetzt arbeiten wir an einer dritten Lösung oder ich an einer dritten Lösung. Aber ich will nicht zu lange reden. Wenn Sie die hören wollen, sagen Sie mir bitte. An einer dritten Lösung. Weil die ersten zwei Lösungen gescheitert sind, arbeitet Herr Habeck an einer dritten Lösung. Aber er spricht nur davon, wenn er gefragt wird. Und er wurde nicht gefragt von Frau Illner, weil die Sendung kurz vorm Ende war. Und so haben wir hier einmal eine Stunde kurz zusammengefasst für euch, wie Robert Habeck und Friedrich Merz sich eigentlich bei gewissen Dingen der Ukraine wirklich handelseinig sind. Und bei vielen anderen Dingen so über Kreuz liegen, dass ich mir niemals vorstellen kann, dass sie einen schwarz-grünen Koalitionsvertrag hinbekommen. Die Frage ist, brauchen sie den? Die Frage ist am Ende wirklich, was hat es zu bedeuten, dass auf Bilderberg die SPD und die CDU eingeladen wurde, als die beiden einzigen deutschen Parteien? Herr Habeck und Frau Baerbock waren auch schon auf diesen Treffen. Man hat sich hier also von der grünen Blase erstmal verabschiedet. Der Testballon des World Economic Forum, also für diesen Great Reset, er hat wohl nicht so ganz funktioniert. Jetzt lässt man dann die Etablierten wieder dran, die Konservativen, und dann wird die nächste Bombe platzen, die Konservativen so mit dem Rücken an die Wand stellt, dass auch sie ihre Positionen über Bord werfen. Bin ich mir felsenfest davon überzeugt. Und jetzt wird es halt Kanzler Merz. Auf jeden Fall besser als Herr Scholz. Und Herr Merz kann wenigstens eins, er kann sein Privatgeld behalten und es mehren. Er hat nämlich sein Vermögen aufgebaut ohne die Hilfe der Politik. Das unterscheidet ihn von allen anderen. Und er hat sein Vermögen bis heute behalten. Nicht wie unser Bundesfinanzminister Christian Lindner, der seine Unternehmen an die Wand gefahren hat. Jetzt lebt er von seinen Einnahmen. Mal gucken, ob er das so durchhält oder ob er nochmal insolvent geht. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du die ganze Sache? Wie siehst du Herrn Habeck, der sich hier mal wieder um Kopf und Kragen geredet hat? Kennst du überhaupt Bilderberg? Soll ich dazu mal ein eigenes Video machen? Dann lass mir unbedingt mal einen Kommentar da. Ansonsten kann ich dir nur noch mal meinen Telegram-Kanal ans Herz legen, denn YouTube benachrichtigt dich regelmäßig nicht über neue Videos von mir. Mindestens eins pro Tag hat keine Benachrichtigungen für alle, obwohl die Glocke aktiviert ist. Wenn du Telegram als Kanal abonniert hast, bekommst du eine Push-Mitteilung für jedes neue Video. Direkt unzensiert auf dein Handy. Also, den Link findest du gleich hier in dem Abspann neben mir. Schau einfach auf Telegram vorbei oder schau direkt das nächste Video von mir. Und damit sage ich Tschüss, bis bald.